Hallo und herzlich willkommen im Keller. Ich wollte euch mal jetzt ein bisschen, beziehungsweise auch für mich selber ein bisschen rumexperimentieren. Ich habe es nämlich selber noch nicht ausprobiert. Mein neues Kochsystem zeigen. Jetzt könnte man meinen, du hast doch genug Kocher. Stimmt, ich habe auch genug Kocher. Aber das, was ich jetzt habe, ist ja streng genommen auch nicht wirklich ein Kochsystem, weil Kochen tut das gar nicht. Es ist ein Heißmachsystem. Ja. Und zwar besteht es erstmal aus einem Neopren-Gedöns. Kann man theoretisch auch zusammenfalten, will man aber nicht. Also eine Neopren-Schüssel sozusagen. In diese Neopren-Schüssel kommt jetzt diese Plastikschüssel. Handelsübliche Plastikschüssel. Kann jetzt nicht erkennen, was daran toll ist. Toll sein soll, ist lebensmittelecht, kann man in die Spülmaschine stellen und kann auch eingefroren werden. Oh, gut zu wissen. Und made in Korea. Oh, auch gut. Können wir mal den Ban Ki-moon unterstützen. Ich hoffe, dass die richtige Seite von Korea ist. Ich gehe mal schwer davon aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Nordkorea sowas exportiert. Na, wie dem auch sei. Diese Neoprenhülle macht man dann über die Plastikschüssel. Faszinierend, ne? Jetzt gibt es hier noch so eine Metallschüssel. Ist angeblich Edelstahl. Klingt glaubwürdig. Sieht jedenfalls nicht wie Aluminium aus. Riecht auch nicht wie Aluminium. Wird tatsächlich wahrscheinlich Edelstahl sein. So, das kann man jetzt da noch reinmachen. Und im Grunde hätte man vorher noch was anderes machen sollen. Aber egal, ich will euch noch mal kurz den Aufbau zeigen. Und dann hat man hier noch so einen Deckel. Und den kann man dann tupperschüsselmäßig zumachen und fertig. So, und wie soll man sich da jetzt was zu essen drin heiß machen? Naja, es gibt da Super Power Heat Packs. Na? Ja, ich glaube, es hat das auch scharf gestellt. Und es gibt, Moment, wo habe ich es denn? Habe ich nicht noch irgendwo? Habe ich nicht. Ah doch, da. Es gibt auch High Power Heat Packs. So kleinere quasi. So. Und das funktioniert jetzt folgendermaßen. Steht hier sogar drauf. Separate bowls. Place food into the steel bowl. So, also ich nehme den ganzen Quatsch wieder auseinander. Und hier habe ich meine Steel Bowl. Und da soll ich jetzt meinen Food drin placen. Heute gibt es aus Demonstrationszwecken mal so ein, was ist das? Putenmedaillons in Kartoffeln in cremiger Soße. Wahrscheinlich schon ein Weilchen abgelaufen, liegt schon eine Weile im Keller. Tatsächlich erst seit Juli abgelaufen. Ich vermute aber, dass das Zeug erheblich länger haltbar sein dürfte, solange da nichts dran kommt. Wenn das letzte Video ist, was ich unter Qualen noch hochladen kann, bevor ich verrecke, dann war es nicht mehr gut. Ne? Ist aber auch jetzt im Grunde wurscht, was ich mir da zu essen mache, sondern eher, wie ich mir da was zu essen mache. So, haben wir jetzt hier mal so. Normalerweise kann man das jetzt entweder im Wasserbad heiß machen oder man gibt den Inhalt in einen Topf. Da ich ja quasi hier einen Topf habe, denke ich, dass ich das im Grunde doch theoretisch, also ich weiß nicht, ob das auch gehen würde, wenn ich jetzt angenommen hier in diesen Bottich Wasser reinmache, unten. Und dann das hier oben so reinschmeiße, dann müsste ich es im Grunde ja auch im Wasserbad erhitzen. Aber das sehe ich nicht ein. Ich glaube, das geht erheblich schneller, wenn ich den Inhalt dann tatsächlich hier reinmache. Allerdings ist das jetzt so neu, dass ich mir das vorher zumindest mal ein bisschen ausspüle. Ich komme also gleich wieder. So, jetzt habe ich auch einen Löffel und eben besagte Schüssel sauber gemacht. Und dann machen wir jetzt einmal kurz die Kamera runter. Und dann kann man auch sehen, wie der Ben versucht, da sich sein Futter jetzt mal reinzumachen. Also, riecht, als könnte man es noch essen. Da ist sogar sowas Ähnliches wie Fleisch drin. Also ich muss ja gestehen, zu meiner Studentenzeit habe ich sowas häufiger gefuttert. In letzter Zeit tatsächlich nicht mehr so oft. Boah, sieht gar nicht so schlecht aus. Sieht gar nicht so schlecht aus. Ja, und dieses Erhitzsystem, Kochsystem darf ich ja nicht immer sagen, das basiert halt eben auf einer chemischen Wärmeentwicklung von diesen Pads,
diesen heißt Pets, Packs oder was auch immer, wie man auch immer die jetzt nennen möchte. Und die machen halt heiß. Die machen nicht kochen, die machen heiß. Und je nachdem, was man hier jetzt reinschmeißt, geht das mal mehr, mal weniger gut. Sich also hier jetzt eine Ladung Kartoffeln drin zu kochen. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht theoretisch auch irgendwie möglich wäre, wenn man lang genug Zeit hat und ein großes Heizpäckchen nimmt. Dazu kommen wir gleich noch. Aber im Grunde ist es prädestiniert eigentlich für so ein Fertiggericht wie das, was ich hier jetzt habe. Das sollte eigentlich problemlos da drin heiß werden. Und da sollte eigentlich laut Gebrauchsanweisung, die ich ja schon gelesen habe, so ein kleines Heizpäckchen auch schon ausreichen. So, jetzt folgendes. Jetzt ist hier ja die Schüssel. Ich muss mal kurz die Kamera noch ein bisschen umbauen. So, also hier ist jetzt diese Schüssel und hier liegt noch Zeug auf dem Tisch, was da eigentlich schon gar nicht mehr liegen soll. Ach ja, der Ben und die Ordnung. Jedenfalls, in besagte Schüssel kommt jetzt so ein Heizdingens. Wo ist es? Da. Und ich denke halt eben, dass für so ein Ready-to-Eat, gerade nur noch heiß machen Gericht, echt so ein kleines ausreicht. So steht das nämlich auch in der Gebrauchsanweisung. Man braucht für fast alles die großen, aber für ein bisschen heißes Wasser oder halt eben, oder auch eine Konservendose, jetzt ein Topf Ravioli oder was. Wenn ich mir das in die Dose reingemacht hätte, wäre das wahrscheinlich auch noch ganz gut gegangen. Jedenfalls kriegt man jetzt hier so ein Päckchen. Das habt ihr bestimmt auch schon in irgendwelchen anderen Videos gesehen. Da ist jetzt drin voraussichtlich sogenannter Brandkalk, also der noch nicht gebrannt ist, und Aluminium. Das sind so die beiden Hauptbestandteile. Und beides zusammen gibt eine relativ heftige exotherme Reaktion ab, wenn man da Wasser drüber kippt. Wie viel Wasser muss man da drüber kippen? Dafür gibt es hier diese lustige Messflasche, die mitgeliefert wird. Je nachdem, was für ein Pack man da jetzt nehmen möchte, muss man dann halt eben viel Wasser nehmen oder etwas weniger Wasser, und das kippe ich jetzt mal drauf. Jetzt bin ich selber überspannt, was passiert. Ist ja wirklich nicht viel Wasser. Ob das dann überhaupt warm wird? Na gut, notfalls stelle ich es nachher noch in die Mikrowelle. So, hier sollte dieses Kissen im Prinzip, da es jetzt nass ist, da jetzt anfangen heiß zu werden. Oh ja, jetzt kann man was hören. Ich höre eine leichte Reaktion. Jetzt habe ich es kaputt gemacht. Aha. Drehen wir es mal um. Okay, jetzt hört, glaube ich, auch ihr eine Reaktion. Oh, cool! Na dann nix wie drauf mit der Schüssel. Krass, das ist ja lustig. Passiert erst gar nichts und dann geht's los. Ja, und jetzt muss man das nur noch zumachen. Und im Grunde sollte jetzt eben entsprechend dadurch, dass da unten die Luzi abgeht, das, was man oben drüber gestellt hat, nach und nach dann heiß werden. Dose ist nicht 100% dicht, heißt, es kann ja ein wenig Wasserdampf entweichen. Das ist auch gut so, weil sonst würde das Ganze wahrscheinlich explodieren. Ja, und während ich hier jetzt warte, kann ich euch noch ein paar Sächelchen erzählen. Und zwar, wo habe ich die Gebrauchsanweisung? Habe ich die noch irgendwo? Habe ich natürlich nicht mehr. Schnitt! Jo, also folgendes. Gedacht bzw. besorgt habe ich mir das jetzt, weil Waldbrandgefahr schlicht und ergreifend. Also man kann das natürlich auch benutzen, um sich tatsächlich zu Hause, wenn man aus irgendwelchen Gründen der Ofen kaputt ist, ne? Man kann sich das eben einlagern in seinen Prepperbunker, man kann sich das sonst wo einlagern, halt überall da, um sich da was heiß zu machen, wo man nicht mit einem offenen Feuer arbeiten kann, wo man nicht mit einer Flamme arbeiten kann, darf oder sollte, ne? Also sprich, theoretisch könntest du das Ding auch im Wohnzimmer verwenden, um dir dein Essen heiß zu machen. Ob du im Wohnzimmer einen Gaskocher anwerfen willst, ist eine andere Frage. Allein schon eben wegen der Entwicklung von Rauchdämpfen und so weiter und so fort, die man halt in einem nicht gut belüfteten Raum schlecht wieder los wird. Und bei jeder Verbrennung entsteht natürlich auch Kohlenmonoxid. Und Kohlenmonoxid ist, wie man weiß, geruchslos, farblos, geschmacklos, unsichtbar. Und man stirbt, wenn man zu viel davon einatmet. Und es neigt dazu übrigens, sich relativ weit unten anzusiedeln, weil es ein bisschen schwerer ist als Luft. War das so? Ich glaube, das war so.
Und ja, das kann also relativ doof ausgehen, wenn man der Meinung ist, zu viele Verbrennungen in schlecht belüfteten Räumen durchzuführen. Und tatsächlich so dieses Teil hier, jetzt seht ihr es nicht mehr, aber es ist noch da, hat halt keine Verbrennung. Das ist eine chemische Reaktion, die zwar Hitze erzeugt, aber keine Verbrennung. Und damit gibt es auch nicht die bösen Abgase einer Verbrennung. Und damit stirbt man auch nicht, wenn man damit eben entsprechend hantiert. Es steht allerdings ein Warnhinweis hier auf diesen Dingern drauf, der da lautet: Warning, use only in well-ventilated areas, away from open flames. Denn wenn man das Ganze dann doch noch anzündet, dann kann da dann schon mal irgendwie irgendwelche lustigen Sachen passieren, die ich nicht unbedingt rausfinden möchte. Also im Grunde schon, aber dafür gibt es andere Idioten, die sowas ausprobieren. Das lasse ich jetzt in diesem Fall lieber sein. Ne? Ja, und halt insbesondere praktisch bei Waldbrandgefahr. Und außerdem ist es ein absolut legales Kochsystem für den Outdoor-Einsatz in Deutschland, wo man ja kein Feuer machen darf im Regelfall. Also wer da mal drüber nachdenken möchte. Es ist halt relativ teuer mit den großen Paketen mit 3,50 Euro pro Paket ungefähr. Kann sein, dass es irgendwo noch billiger gibt, das weiß ich ja nicht, aber ich habe jetzt 3,50 Euro circa pro Paket gezahlt. Allerdings muss man jetzt sagen, und das ist der springende Punkt, die großen Pakete, das werde ich aber auch erst noch ausprobieren, bevor ihr mir das jetzt unbedingt glaubt. Aber es soll zumindest so sein, dass die großen Pakete nach so 10, 20 Minuten 95 Grad Hitze erreichen. Die kleinen schaffen das gar nicht, bei denen bleibt es immer so bei 70, 80 Grad maximal. Aber die großen sollen bis zu 95 Grad erreichen können. Das halten sie dann nochmal so circa 20 Minuten. Und damit haben wir dann insgesamt 40 Minuten sehr heiß gehabt. Und dann flacht es ein bisschen ab. Weitere 20 Minuten sind sie dann wohl dann bis 70 Grad heiß. Also wird immer kühler, bis hin zu 70 Grad. Heißt, man hat mit so einem großen Paket circa eine Stunde relativ hohe Temperaturen in seinem Topf und kann sich damit Dinge, die nicht so allzu heißes Wasser brauchen, dann ganz gut eben entsprechend mit zubereiten. Ne? Wie gesagt, Kartoffeln kochen, wenn man sie schön klein schneidet, über eine Stunde bei diesen Temperaturen, sollte das dann auch irgendwann funktionieren. Und wenn man die Dose nicht immer auf und zu macht, klappt das Ganze natürlich auch besser. Vermute ich schwer. Aber ja, das ist im Wesentlichen die ganze Zauberei. Jetzt habe ich ein bisschen über am Überlegen bin ich gewesen, was kann man denn damit jetzt alles an Essen zubereiten. Jede Form von Konservendose heiß machen ist klar. Ne? Auch so ein entsprechendes Fertiggericht, wie ich es jetzt gerade eben entsprechend verwende, sollte auch nicht weiter schwierig sein und auch kein großes Problem darstellen. Aber dann, also so richtig Reis kochen, ich denke schon, dass das auch geht. Ja, gerade so Sachen, die im Outdoor-Bereich beliebt sind, wie eben schnell kochenden Reis, auch mal ein paar schnell kochende Linsen, schnell kochende Nudeln. Das muss ja alles im Prinzip nur in heißes Wasser geschmissen werden und zieht dann, selbst wenn man dann aufhört, es kochen zu lassen, zieht das trotzdem nach und nach durch und wird dann trotzdem irgendwann, naja, zumindest nah an al dente. Und deswegen, warum soll das nicht auch in dieser Plastikschüssel funktionieren? Und die Temperaturen sind ja auf jeden Fall also hoch genug, dass man das doch annehmen dürfte. Es braucht halt eine Weile. Es ist halt wirklich beim Weitem kein Schnellkochtopf. Auch hier mit diesem kleinen Dingens wird empfohlen, mindestens 7 bis 10 Minuten zu warten, bis da nennenswert irgendwas passiert ist. Ja, aber ein bisschen warm ist die schon, die Dose. Oh ja, oh ja. Oh. Ich kann sie gerne hochheben. Und man kann ein bisschen lauschen, also da passiert schon was drin. Also man kann da schon einen Hitzeprozess am Werkeln erlauschen. Ich heb das mal. Keine Ahnung, ob man das auf der Kamera hört, aber ich habe es mal drunter gehalten. So. Ja, und diese beliebten Asianudeln, also mehr oder weniger beliebten Asianudeln, also diese Instant-Dinger, ich hole mal schnell welche. Ja, also zum Beispiel sowas hier. Ne? Das sind ja diese Nudelnester, die dann da drin sind. Dann gibt es nochmal meistens 1 bis 2 extra Tütchen mit Gewürzen, Soße, nochmal irgendein Öl,
großen Pulver und so weiter. Also das Zeug kriegt man notfalls, glaube ich, sogar mit 60 Grad heißem Wasser irgendwann mal einigermaßen durch. Das geht ja auch rucki zucki. Und wenn man dann damit leben kann, dass halt die Flüssigkeit nicht verdampft ist und man mehr oder weniger eine Nudelsuppe rausbekommt. Ich persönlich mag zum Beispiel gerne, wenn man die Flüssigkeit größtenteils rauskocht aus den Dingern, dass man also wirklich eine Art Spaghetti bekommt und nicht eine Suppe. Bei der Zubereitung in diesem Teil kriegt man aber mehr oder weniger zwangsweise in jedem Fall irgend sowas, was an eine Suppe doch sehr stark erinnern dürfte. Das ist halt mal technisch bedingt so, dass man da nichts wirklich drin kochen kann. Man kann also schließlich zur Folge auch Flüssigkeit schlecht wegkochen. Funktioniert wirklich so ein bisschen wie so ein geschlossenes System. Und wenn man gerade was hat, wo viel Wasser drin ist, dann muss man bestimmt nicht noch irgendwelches zusätzliches Wasser hinzufügen. Also ich könnte mir vorstellen, dass man diese Nudeln nicht mit den angegebenen 250 Millilitern hier drin zubereiten sollte, sondern höchstens mit 100. Oder man eben keine. Außer man möchte gerne eine Suppe. Dann sieht die Sache natürlich anders aus. Aber geht mit Sicherheit auch nur mit 100. Was man auch selbstverständlich eben machen kann, sind so irgendwelche Dosen. Hier hatte ich überlegt, ob ich mir die hier mache, aber die hebe ich mir für irgendeinen anderen schönen Tag auf, wenn ich mal ganz verzweifelt bin. Ne, die sind eigentlich ganz gut. Ne? Das sind noch, ist meine letzte Dosenbistro-Dose. Ich habe da mal irgendwann ein Video zu den Dosenbistro-Dosengerichten gemacht, weil ich die so interessant fand. Ich habe jetzt nur noch diese eine. Oder... Ich denke, es wird auch funktionieren, sich handelsübliche stinknormale Nudeln da drin zuzubereiten. Dann aber mit Sicherheit auch nicht mit einem kleinen Heizbett, sondern dann wird man auf jeden Fall auch wieder so ein großes brauchen, weil A, wie gesagt, die machen heißer und B, die machen viel länger heiß. Die kleinen, ich glaube, da ist nach 20 Minuten oder was der ganze Zauber schon vorbei. Ich hoffe mal, das reicht. Wie gesagt, sonst stelle ich es nachher nochmal kurz in die Mikrowelle, aber da bin ich jetzt wirklich langsam mal gespannt. So, wie lange haben wir es denn jetzt schon? Oh, das waren ja schon 10 Minuten. Ja, da sieht man mal, wenn der Ben am Labern ist, geht die Zeit schnell rum. Also insgesamt, ich habe noch zwischendrin irgendwo mal einen Schnitt gemacht, glaube ich. Ja, dann soll ich mal reingucken? Ich glaube, ich soll mal reingucken. Also zu meiner großen Überraschung muss ich sagen, wir können ja mal ein wenig zoomen, das ist richtig schön, richtig angenehm heiß jetzt. Hm? Nom, 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 nom. Und schmeckt auch wirklich gar nicht so schlecht. Also so ein Gericht, das kann man sich wirklich super da drin zubereiten. Also da kann ich wirklich jetzt nichts Negatives erkennen. Das hat prima funktioniert. Das hat jetzt auch gerade mal, ja, vielleicht habe ich jetzt insgesamt 11 Minuten das Ganze drin gelassen. Mhm. Mhm. Absolut heiß. Mhm. Angenehme Temperatur zum Essen. Also wirklich, wirklich heiß. Dafür brennt sich jetzt nicht die Zunge. Aber das ist okay. Aber gekocht hätte da drin jetzt nichts. Also nicht mit so einem kleinen Beutel. Und, oh, die Stahlschüssel ist sehr gut warm. Also die würde ich da jetzt noch nicht mit bloßen Händen rausnehmen wollen. Ja, es heißt auch noch ein bisschen weiter von unten. Man kann diesen Brandkalk leicht riechen. Also der dampft jetzt so ein bisschen am Rande vorbei und das rieche ich jetzt ein wenig. Also vielleicht ist das für Leute, die da empfindlich sind, eine gute Idee, den Deckel so lange drauf zu lassen, bis es halt wirklich komplett fertig ist, die Reaktion. Das Anbrennen kann da ja auch nichts drin, von daher wäre das im Grunde wurscht, wenn man dann so viel Zeit hat. Aber man kann es jetzt auch echt schon essen. Probieren wir mal spaßeshalber ein bisschen was von diesem toten Vogel hier, weil wenn irgendwas noch nicht warm ist, dann bestimmt der. Hm. Auch durch. Alles bestens. Also echt, echt nicht schlecht. Aber gut, ich bin ja auch der Typ, der BP5 gut findet oder NRG5 und solche Sachen. Ne? Also was das angeht, bin ich jetzt nicht gerade die Instanz des guten Geschmacks. Ja, mehr fällt mir jetzt eigentlich nicht ein, was ich dazu noch sagen kann. Ich werde das jetzt demnächst auf Tour mal ausprobieren in ein paar Tagen. Da bin ich nämlich auf Tour, deswegen habe ich es mir ja eigentlich auch zugelegt eben. Und mit Möhrchen. Ja, und dann werden wir mal gucken, wie sich das so im Langzeittest entsprechend macht. Und was Evelyn für tolle Ideen hat, was man damit alles kochen kann. Denn dieses Video mache ich jetzt nicht nur für euch, sondern auch für sie, weil sie ja nicht da ist und dementsprechend sie jetzt mal sehen kann, was ich hier besorgt habe, was wir dann auf Tour ausprobieren werden. Na, Schatz?
Lass dir was einfallen. Mach's gut. Mm. Mit vollem Munde spricht man nicht. Ich esse jetzt erstmal. Servus, bis zum nächsten Mal. Oh Gott, ich bin wieder Bayer. Ich sag Servus.